liegt die Gebetsstätte einer versunkenen Kultur. Das Reich der Inka. In den geheiligten Mauern ist ein Verbrechen geschehen. Haukaropora, der letzte Inka, von den Indios wie ein Gott verehrt, versucht den Tod seines Vaters aufzuklären. Das gleiche Ziel verfolgt in geheimer Mission ein Westmann, gespielt von dem amerikanischen Star Guy Madison. Genannt der Herr der Jaguare. Schöne Frauen. Und harte Männer setzen ihr Leben aufs Spiel im Kampf mit einer grausamen Bande, die das Land terrorisiert. Ihr Anführer ist El Gambusino. Yay! Das Vermächtnis des Inka. Hier blüht eine der schönsten Liebesgeschichten. Die tragische Liebe zwischen dem Inka-Prinzen Haukaropora und dem Mädchen Graciella. Suchen Sie Haukaropora. Wenn er wirklich noch lebt. Ich gebe Ihnen einen Monat Zeit. Am Machu Picchu werde ich ihn finden. Am sagenumwobenen Machu Picchu, in der geheimnisvollen Inka-Stadt, nach der durch mehr als 400 Jahren Expeditionen der ganzen Welt suchten, arbeitete ein deutsches Filmteam unter schwierigsten Bedingungen in 3.000 bis 4.000 Meter Höhe, um den ersten Karl-May-Film am Originalschauplatz zu drehen. Das Vermächtnis des Inka. Mit dem besten deutschen Komiker-Trio. Heinz Erhardt. Sie haben nichts zu wissen, Sie haben zu gehorchen. Ich degradiere Sie hiermit zum Waldwebel, zum Wiesenwebel, zum Feldwebel. Geben Sie mir einen Segen. Als Doppelgänger des Geheimagenten James Bo... Glottino. Schnauze. Kennen Sie den? Gesundheit, Chris Howland. Moment mal. Der hat was gegen den netten Walter Giller. Komm doch, komm schön. Das Lama auch. Das Vermächtnis des Inka, der neue große Karl-May-Western.